alle Okay. Das war's, die Pause. Nee, nicht powergenappt. Im Gegenteil, ich habe, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol getrunken jetzt. Ich bin leicht beschwipst. Aber ich finde, an Silvester um 1 Uhr muss das so sein. Ich habe nicht vor, jetzt aufzuhören. Nee, Quatsch. Ich höre jetzt dann auf, aber das Glas muss noch leer werden. So. Ich war mir, während ich jetzt Ding gespielt habe, Control, nicht sicher, ob ich die Kopfhörer die ganze Zeit über verkehrt rum auf hatte. Aha, hier steht's. Ich hatte die verkehrt rum auf. Ich hab's mir schon gedacht, mir viel zu schwer zu orten, wo Geräusche herkommen. Jetzt macht das viel mehr Sinn. So, schauen wir mal kurz, wie es auf der PS4 aussieht. Wie steht's um die Downloads? Hat sich was getan? Hat sich was verändert? Oh, leider noch nicht fertig. Ich hätte jetzt echt Bock auf Jurassic World. Aber leider braucht's noch ein bisschen. Wie lange noch? Eine Stunde ungefähr. Naja, dann... Oh. Hey, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn der Alkohol nachlässt, dass ich dann wirklich richtig, richtig müde werde und vielleicht sogar ein bisschen verkatert. Dann muss ich, glaube ich, wirklich ein bisschen powernappen. Wisst ihr was, dann spielen wir jetzt What Remains of Edith Finch. Ein absolut großartiges Spiel, das ich schon lange auf dem Kanal in irgendeiner Form spielen wollte. Und warum nicht jetzt als erstes Spiel des neuen Jahres, des neuen Jahrzehnts. Ein Walking Simulator, der... Es gab ja um das Thema Walking Simulator öfter die Diskussionen, ob das denn nun überhaupt noch richtige Spiele seien, weil man spielt ja gar nicht. What Remains of Edith Finch hat es geschafft, das Gameplay und die Geschichte zu vernetzen wie kein anderes Spiel vorher. Ohne Gameplay würde diese Geschichte nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Und andersrum. Warte mal, andersrum? Ohne die Geschichte würde das Gameplay nicht so funktionieren. Ja, andersrum funktioniert es auch. Deswegen... Ich komme rein, das Erste, was ich höre, wenn der Alkohol nachlässt. Ja, so ist das. Deswegen spielen wir jetzt What Remains of Edith Finch. Eine kurze Geschichte, eine schöne Geschichte, eine traurige Geschichte. Viele kleine traurige Geschichten, aber irgendwie auch voller Hoffnung. Hallo, Land Squid Bird Rider Sister, und auch dir nochmal ein frohes neues Jahr. What, jetzt spielen wir halt it's Land Squid Bird Rider Sister. What Remains of Edith Finch hast du jetzt erst vor kurzem gesehen, blöderweise. Aber na gut. Es dauert auch nicht so lange und dann ist vielleicht Jurassic World fertig. Aber später darf ich das nicht spielen, weil wenn ich zu müde bin, dann ist das doof. Aber das ist ein ruhiges Spiel. Da darf man nicht müde sein. So, wartet mal. Lauter machen auf jeden Fall. Den habe ich schneller hinter mir. Die 24 Stunden. Jugend 2016 zum Wachwerden. Ah, das ist mir viel zu hektisch. Das kriege ich schon nicht hin, wenn ich total fit bin. Wenn ich müde bin oder schläfrig bin, schon gleich gar nicht.
So, ich werde genau wie in Sayonara Wild hat es auch in dem Spiel nicht besonders viel reden können. Denn das Spiel redet sehr viel. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Mit Bayonetta ist das gleiche. Diese schnellen Action-Spiele, das ist einfach nichts für mich. Das macht, das überanstrengt mich nur und dann komme ich gar nicht mehr klar. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ich versuche das so cineastisch wie möglich zu spielen, mit langsam Kamera-Schwenks. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. So dringend waren sie dann doch nicht. Und mit dem Blick auf die Untertitel. Since my brother Lewis's funeral. Damit auch die nicht Englisch sprechenden mitlesen können, wenn sie wollen. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Ja, das ist super, oder? Die Untertitel, die so im Raum schweben, mochte ich auch immer ganz gern. Finde ich von Anfang an cool. Ein Reh, ein Hirsch. Man weiß es nicht. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ist das nicht ein cooles Haus? Ich würde auch gerne in so einem Haus wohnen. Vor allem dieser Anbau da rechts raus, das gefällt mir verdammt gut. Ich würde gerne da oben wohnen, in dem kleinen Zimmerchen da ganz oben. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Yeah. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Gray's potting mix plus fertilizer. Yeah. Was will man mehr? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ich frage mich von der Story her, war nämlich hier schon sehr lange keiner mehr. Viele Jahre. Und ich finde, dafür gibt es keine Spinnen und keinen Staub in dem Universum, in dem das Spiel spielt. Vielleicht. The power had been turned off the night we left. For the first time in years.
felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Dawn, Edith, Edie, Louise. Das sind wir, das Mädchen mit dem Geschenk. In loving memory, Louise Finch. Das ist der hier, unser Bruder. Dezember 27, 88 bis 2010. Bruder von Edith, Sohn von Dawn und Great-Grandson, Urgroßsohn von Edie. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Und das ist ein bisschen beunruhigend. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Klingt absolut vernünftig und normal, die Reaktionen beider. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Also wir hatten das auch früher. So versiegelte Räume mit Gucklöchern. Aber ist das nicht normal? The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Hab ich extra in unser jetziges Haus auch zwei so Zimmer eingebaut. Ich dachte, das hat man so. Guckt euch das riesen Heuschreckending an. Ein Skorpion auch noch. Das sieht aus wie die Resident Evil Gegner Collection hier. Edie's father Odin built the original house. Odin. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Dir auch ein frohes neues Mudstore Life. So, gerade noch geschafft. Und Heavy, hi, willkommen. Genau, Silvester durchgezockt. Jetzt hatten wir gerade eine Stunde Pause und jetzt geht's wieder weiter. Okay. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. My Friend Bigfoot. Da gab's doch wirklich... Kennt ihr die Serie? Wie hieß die? Bigfoot and the Hendersons oder so ähnlich. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Mein Gott, ich sehe gerade so bleich aus im Stream, oder? Ah, wartet mal. Ich glaube, jetzt ist die Beleuchtung besser. Okay. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of.
From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Jetzt durchleben wir quasi die letzten Minuten aller unserer Familienmitglieder so ein bisschen. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. About eating Christopher, but I held back. Der arme Christopher. Wäre auch furchtbar. I kept eating and eating. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Wer kennt's nicht? Das passiert mir auch ständig. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ah, Mist. Beinahe. Mom and Dad didn't even look at me. Sieht leichter aus, als es ist. Das ist ziemlich hardcore hier über die... Nee, man kann überhaupt nicht runterfallen. Man kann überhaupt nichts falsch machen. Man muss nur in die richtige Richtung lenken, damit es weitergeht. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Kann nix hören. Ich höre nichts nibbeln. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ganz schön brutal. Das Spiel ist auch ab 18 erst. Ich glaube, das ist in Deutschland eigentlich indiziert. Aber heute nehmen wir es mal nicht so genau.
she was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Why not? Komm. Ja. Deswegen leben Haie übrigens so selten im Wald. Weil es einfach echt unpraktisch ist. I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper and it tasted really good. Everything had changed. Now I was a monster and I smelled people everywhere. I wanted to stop, but also I didn't. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Jedes Mal, wenn sie sich verwandelt, frisst sie was anderes. Ich glaube, sie sollte endlich aufwachen und was essen. Das wird sie gleich. I got closer and closer. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed. Alle letzte Worte eines kleinen Kindes, finde ich. Tja, das war die Geschichte von Molly Finch. Zumindest ihre Version der Geschichte. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have.
zwischen 37 bis 47. 10 Jahre. Habe ich gerade eine Katze gehört? Ja, da draußen sitzt sie. Vielleicht ist es ja Molly. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Hallo, Sven. Ja, auch ein frohes Neues. Her room was like a museum. What Remains of Edith Finch ist das. Und, da du gerade nachfragst, fällt mir gerade ein, dass ich den Streamtitel nicht verändert habe. Also, das Spiel, das gebe ich schnell ein. Damit das geupdatet wird. Okay, haben wir schon. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ich auch, so hin. Ist schon in Ordnung. Ja, Doofkopf. Sehr gut. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, das war die Geschichte, die kurze Geschichte. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ureltern, Urgroßvater, doch die Urgroßvater, stimmt. Doppeluhr. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ich finde sowas so widerlich. So Teppich und Plüsch in der Toilette irgendwie. Wenn ihr mich fragt. So komplett so ah, nee. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, jetzt geht schon das Gähnen los. Aber 11,5 Stunden. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Müssen wir jetzt noch durchhalten. Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did.
How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ich habe die volle Beinkontrolle. So steuere ich hier quasi das Schaukeln. Okay, Achtung. Moment. Okay, los geht's. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Duftkorb, vielen Dank für die 100 Bits. Ein guter Start. We swore we'd never be afraid again. Ins neue Jahr wünsche ich euch. And he wasn't. Auf dass es uns allen viel Gutes bringt. I think Calvin always wanted to fly. Mehr als Calvin hier, den wir gerade steuern. Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Habt ihr das als Kind auch immer versucht? Ich wirklich. Ich hab das Maybe immer versucht. If I hadn't said that. Es geht, dass man rotieren kann, dass man einen Überschlag machen kann mit der Schaukel. Ich hab's nie geschafft. Calvin! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Er baut eine Schaufel vor so einer steilen Klippe. Das ist doch bescheuert. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ich auch. Aber nicht vor so einer steilen Klippe. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again.